Wir haben für deine Erdkundeprüfung eine Landkarte vorbereitet. Das liebe ich besonders. Allerdings. Ja. Erste Frage. Heute sieht man ja eher selten jemanden, der gerade eine Landkarte in der Hand hält. Früher hingegen haben die meisten Menschen regelmäßig Landkarten benutzt. Wofür? Ja. Landkarten meinen Sie jetzt im Auto zum Autofahren, wenn wir in den Urlaub gefahren sind? Heute benutzen wir Navigationssysteme. Und wozu hat man das benutzt, die Landkarte? Im Auto? Wo wir langfahren müssen. Zum Gucken, wo wir langfahren müssen, um sich zu orientieren. Natürlich, das war eine ganz leichte Frage zum Einstieg. Es gibt einen Punkt. Punkt für dich. Yeah. Ich hab einen. Es ist keine 6. Nein. So, dann steh doch mal auf. Aufstehen kann ich. Und jetzt ist natürlich die Frage, kannst du diese drei Flüsse mit dem passenden Namen, rechte Seite, verbinden? Also das sind so, kannst du abmachen, ja. Rankleben. Das kann ich sogar. Das ist super, schauen wir, ob es auch richtig macht. Hier fließt der Rhein. Einfach drauf oder? Ja, klar. Gerne. Genau, so. Ah, okay. Dann haben wir hier oben, oh, okay. Nicht die Fingernägel kaputt machen, genau. Oh, die waren das teuer. Geht schlecht ab. So, Jörg, bitte. Darf ich mal? Ja, natürlich. Das ist sehr freundlich, Herr Pilawa. Sehr lieb. Das hier oben, da kommt die Elbe hin, denn hier ist auch Hamburg. Soll ich das auch noch gleich für dich? Elbe fließt durch Hamburg und dann haben wir hier unten noch die... Ich krieg's wirklich nicht ab. Schön, dass du da bist, danke. Sehr gerne. Und hier unten haben wir die Donau. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Läuft doch. Das sind 2 Punkte. Erdkunde ist dein Fach. Janine, das ist natürlich alles richtig. Dankeschön. Oh. Den Punkt bekommst du auch. Ich habe 2 Punkte, das wäre schon mal eine 4, oder? Ja. Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kecker jetzt für mich die Bundesländer genannt hat. Er möchte die jetzt sicher aufgezeigt haben. Habe ich recht? Die Bundesländer? Ja, die 16. Kommen wir zur Donau. Ja, so, die fließt ja nicht nur in Deutschland, sondern auch durch andere Länder. In einigen davon fließt sie durch die Hauptstadt. Bitte? Oh, oh. Ahnst du jetzt, welche Aufgabe ich dir stellen will? Ja, aber die kann ich nicht beantworten. Na, wir schauen mal. Wir fangen wieder leicht an, steigern uns. Aufgabe 3. Also, ein kleiner Hauptstadttest. Los geht es mit Österreich. Ja. Ist nicht auf der Karte. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Wunderbar. Bravo! Die nächsten Hauptstädte an der Donau werden jetzt etwas schwerer. Ja, ich bin da ganz schlecht. Slowakei. Habe ich keine Ahnung. Die ganzen Oststaaten mich ganz übel. Ja, das ist natürlich problematisch, denn die Donau fließt da ja jetzt in den Osten. Also, stellen wir mal die Slowakei zurück. Ungarn? Budapest. Na bitte. Serbien? Ah, Okay, nein. Belgrad. Belgrad, danke. Belgrad. Und die Slowakei wäre Bratislava. Bratislava, natürlich, da habe ich schon gedreht. Mein Gott, das hätte ich wissen. Schade. Naja. Also. Wir haben leider keinen Punkt für die dritte Aufgabe, aber das macht doch nichts. Darf ich in die Bundesländer aufzählen? Nein, danke. Nein, danke. Aber wir gehen in so eine ähnliche Richtung. Diesmal bleiben wir nämlich in Deutschland, widmen uns dem nächsten Fluss, der Elbe. Kannst du mir... Nein. Doch, bestimmt. Kannst du mir Großstädte nennen, die an der Elbe liegen? Großstädte, natürlich, das ist einmal hier Hamburg. Und dann, warten Sie, hier oben ist Schleswig-Holstein, dann haben wir hier... Zwei würden mir reichen, Hamburg hast du schon. Hamburg, Schleswig-Holstein, ich kann ihn mehr nennen, kriege ich dann einen extra Punkt? Ja, aber es geht ja gar nicht um Bundesländer. Niedersachsen, es geht um die Städte. Großstädte. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall Hamburg und dann haben wir Niedersachsen, da müsste dann... Wo geht denn die Elbe? Geh doch mal mit dem Finger die Elbe lang. Naja, hier. Und dann siehst du doch. Aber dann hier ist ja Schleswig-Holstein, haben wir hier Mecklenburg-Vorpommern. Ich brauche ja Städte. Steht ja an dem, weiter, an dem Fluss. Wie viel brauchen wir denn noch? Hier ist eine Großstadt. Wir brauchen noch eine. Ja. Hamburg haben wir schon. Dann haben wir hier auf jeden Fall Dresden. Ja, wunderbar. Und jetzt sehr gut, Dresden, richtig. Hamburg, Dresden. Zwei reichen doch. Zwei reichen, wunderbar.
Und wir kommen zur fünften Aufgabe. Ich freue mich so. Du bleibst da vorne an der Karte. Bundesländer, hast dich eben versucht, aber es geht jetzt nicht um die Bundesländer. Toll, danke. Es geht um die Nachbarländer. Deutschland hat insgesamt 9 Nachbarländer. Nenne mir alle 9 und zeig mir auf der Karte, wo sie liegen. Alter Verwalter, es sind fang doch. Also Niederlande und Belgien. Dann haben wir haben Niederlande, hast du mir gezeigt. Dann haben wir, ich muss echt gucken, die Schweiz haben wir, dann haben wir Frankreich. Zeig mal, du musst es mitzeigen. Niederlande, Belgien ist hier irgendwo, dann haben wir hier irgendwo die Schweiz hier. Dann haben wir Frankreich ist hier auf jeden Fall. Scheiße. Frankreich, Österreich. Wie viel haben wir? Wo ist denn Österreich? Schau mal, da sind doch noch so helle Linien. Ja, genau. Und die zeigen die unterschiedlichen Länder. Ja, das ist... Die Landesgrenzen der anderen Staaten. Warum machen Sie es so kompliziert? Es gibt doch viel einfachere Fragen. Ich glaube, da wurde gespart. Ich glaube das auch, ehrlich gesagt, weil ich gerade mit dieser Karte da überfordert bin. Ich nenne die einfach so, also Niederlande, Belgien. Wir haben die Schweiz, wir haben Österreich, wir haben die Tschechei. Wir haben Luxemburg. Bravo. Und dann haben wir... Leute, ich weiß es gerade nicht. Also ich hab jetzt 7 genannt, mir fehlen noch 2 und ich stehe wirklich ganz dumm auf der Leitung. Dann ist es doch doof, noch weiterzumachen. Oder komm, dann beenden wir. Danke, aber ich will ihn gar nicht haben. Ich habe ja genug Punkte. Ja. 1, 2, 3 Punkte bedeutet Note 3. Oh mein Gott, Leute. Also. Schön, oder? Ich bin nur froh, dass ich da durch bin.